Hallo zusammen, heute möchte ich mal ein Video darüber machen, ob es sich mehr lohnt, eine Immobilie als Kapitalanlage in Deutschland oder eher in Polen zu kaufen. Dazu habe ich mir 10 Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt nacheinander in diesem Video besprechen möchte. Der erste Punkt ist sicherlich die Mietrendite. Und bei der Mietrendite ist das so, dass in Deutschland schon eher geringere Mietrenditen erzielt werden können als in Polen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Berlin und Warschau vergleiche, dann werden jetzt in Berlin Mietrenditen von 2, irgendwas Prozent angeboten und das sind Brutto-Mietrenditen. Das wird in Warschau eher weniger der Fall sein. In Warschau hat man eher so Mietrenditen von um die 5% und wenn man ein Schnäppchen findet, vielleicht nochmal 6-7%. Insofern würde ich bei den Renditen eher ein Plus bei Polen setzen. Hängt aber meines Erachtens nach auch hauptsächlich damit zusammen, dass die Kreditzinsen in Polen um einiges höher sind als in Deutschland. Also in Deutschland kriege ich ja mittlerweile einen Kredit mit einer 10-jährigen Zinsbindungsfrist für 0,8%. Ja, in Polen gibt es erstens keine Zinsbindungsfrist, sondern ändert sich der Kreditbetrag alle 3 Monate oder kann sich alle 3 Monate ändern. Und da sind die Kreditkosten bzw. die Zinsen entsprechend höher. Also vor 1, 2 Jahren, als ich in Polen angefragt hatte, ob die mich in Polen als deutschen Angestellten, also in Euro verdienenden deutschen Angestellten, finanzieren, habe ich von 3 Banken auch eine Zusage bekommen, allerdings zu Zinssätzen von 3,5-5%. Kann sein, dass ich jetzt heute bei 2-4% liegen würde, aber liegen halt immer noch über dem, was man in Deutschland kriegen würde, ohne Zinsbindung. Insofern, Kreditzinsen sind in Deutschland auf jeden Fall günstiger, von daher 1:1. Dann hätte ich als nächsten Punkt die staatlichen Regulierungen, gerade in Berlin und in anderen großen deutschen Städten hat man ja Mietpreisbremsen eingeführt. In Berlin möchte man jetzt auch Mietendeckel einführen. Sowas gibt es in Polen nicht und auch nicht in Warschau, selbst da, wo der Mietmarkt ebenfalls angespannt ist und ebenfalls viele Menschen hinziehen, da wird es keine Mietpreisbremse geben. Ja, also da braucht man sich, glaube ich, auch keine Sorgen zu machen. Und solche Regelungen wie in Deutschland, dass ich dann, wenn ich jetzt einen Mietvertrag befristet abschließen möchte, zum Beispiel auf 3 Jahre, dann muss ich ja in diesem Mietvertrag angeben, warum ich das machen möchte. Und dann muss auch nachher genau dieser Grund eintreten und kein anderer, damit ich dann nachher auch selbst die Wohnung dann zum Beispiel nach 3 Jahren beziehen kann. Das ist in Polen eben ein bisschen anders. Also in Polen ist das nicht ungewöhnlich, dass man jährlich Mietverträge schließt. Sprich, man schließt immer für 1 Jahr einen Mietvertrag und verhandelt einfach nach 1 Jahr wieder neu. Ja, dass man schaut, okay, haben sich jetzt irgendwie die Mieten erhöht oder nicht, oder sind sie gefallen? Und so haben dann beide Parteien eben die Möglichkeit, dann nach 1 Jahr zu verhandeln. Und das finde ich persönlich auch als sehr fair. Genau. Und dadurch, dass es aber diese staatlichen Regulierungen in Polen nicht so stark gibt, ich hatte ja eben erwähnt, ziehen ja nach Warschau ähnlich viele Menschen wie jetzt hier nach Berlin. Aber in Warschau fehlen nicht so viele Wohnungen, weil dadurch, dass es eben diese ganzen Regulierungen nicht gibt, wird halt auch mega viel neu gebaut. Und das auch sehr schön neu gebaut. Und der Wohnraum ist halt einfach da oder er wird dann halt geschaffen, wenn die Preise anfangen zu steigen. Und insofern reguliert sich dort der Markt eben selber. Und
Ja, ist dann eben entsprechend für einen Immobilieninvestor wahrscheinlich angenehmer als jetzt unbedingt in Berlin, wo sich dann 500 Leute um eine Wohnung kloppen, aber man gar nicht den richtigen Marktwert irgendwie festsetzen darf. Gut, man umgeht es ja im Moment noch mit Zimmervermietungen, mit möbliertem Wohnen und so weiter. Aber das sind ja aktuell nur Schlupflöcher, die es aktuell noch gibt. Aber wenn es dann einen Mietendeckel gibt, funktionieren die Sachen vielleicht auch nicht mehr so. Dann gibt es, also da würde ich bei den staatlichen Regulierungen, würde ich auch eher einen Pluspunkt bei Polen setzen. Bei den Abschreibungen ist das so, dass es ja in Deutschland irgendwie verschiedene Gesetze gibt. Man hat ja irgendwie bei Altbauten entsprechend andere Abschreibungsmöglichkeiten wie beim normalen Bestand, den man kauft. Wir gehen jetzt einfach aber hier der Einfachheit halber eben vom normalen Bestand aus. Also mal angenommen, wir kaufen so eine 20 Jahre alte Mietswohnung. Dann kaufe ich die in Berlin und muss die über 50 Jahre abschreiben. Jedes Jahr 2%. Und das ist in Polen anders, also 2% oder wenn die Wohnung dann eben entsprechend älter ist, dann 2,5%. Aber in Polen gibt es zum Beispiel so einen Trick, dass wenn eine Wohnimmobilie vorher schon 5 Jahre lang oder mindestens 5 Jahre lang zu Wohnzwecken genutzt worden ist und man die erst danach kauft, dass man dann eine verkürzte Abschreibung festlegen darf von bis zu also von mindestens 10 Jahren, also von bis zu 10% pro Jahr. Sprich, ich könnte mir eine Wohnung in Polen kaufen mit einer Mietrendite von 10%, schreibe die quasi innerhalb von 10 Jahren ab und zahle null Steuern. Also auch da Pluspunkt für Polen, was die Möglichkeiten der Abschreibung angeht, finde ich. Also es ist relativ einfach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Wohnung finde, die nur 8% Mietrendite hat, dann kann ich ja sagen, ich möchte die Wohnung halt nur über 12,5 Jahre abschreiben. Und da 12 Jahre, ich weiß nicht, ob diese 12,5 Jahre gehen, aber ich kann dann entsprechend die Zeit ein bisschen verlängern. Aber ich kann halt nicht weniger als 10 Jahre nehmen. Wenn ich dann aber sozusagen über diese 12 Jahre abschreibe, zahle ich dann eben auch keine Steuern. Bei den Steuern selbst, also wenn ich jetzt diesen Trick nicht anwenden würde mit dieser verkürzten Abschreibung, also mal angenommen, ich würde jetzt einen Neubau kaufen in Polen, dann ist das so, dass also das Steuerrecht in Polen ist auch nicht ganz einfach. Es gibt da verschiedene Modelle, aber ein sehr, sehr einfaches Modell ist zum Beispiel eins, dass man einfach nur angibt, wie viel Mieterlöse hatte ich, verzichte darauf, irgendwelche Abschreibungen oder irgendwelche Kosten damit einzurechnen und zahle einfach 8,5% Steuern. Das nennt man dann in Polen Rich Out und ist so mit das einfachste Modell überhaupt. Also ich gebe dann einfach an, ich habe jetzt im letzten Jahr 10.000 Zloty verdient, also zahle ich dann 850 Zloty an Steuern und mich interessiert alles andere irgendwie nicht drumherum. Und wenn ich in Deutschland aber Gewinne aus Immobilien erwirtschafte, dann muss ich die ja genauso versteuern wie mein Lohneinkommen. Und wenn ich bei 42% liege, zahle ich halt knapp 50% Steuern auf die Gewinne, die ich dann habe. Insofern, es gibt ja auch Leute, die haben einen Steuersatz von 45%. Naja, die zahlen halt entsprechend mehr Steuern, beziehungsweise die müssen halt mehr gucken, wie sie dann irgendwelche Kosten damit einrechnen, damit sie nicht in die Lage kommen, dass sie dann großartig Steuern zahlen müssen. Aber ja, zunächst einmal ist der Steuersatz in Deutschland um einiges höher. Dann habe ich den Mieterschutz aufgeschrieben. Mieterschutz wird in beiden Ländern groß geschrieben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich würde sogar teilweise sagen, dass er in Polen nochmal ein bisschen größer geschrieben wird. Das ist dann nämlich nochmal teilweise ein bisschen schwieriger, einen Mieter rauszubekommen, der dann zum Beispiel nicht zahlt. Ich hatte mich neulich mal mit einem professionellen Immobilieninvestor unterhalten und der hatte von einer Geschichte erzählt, wo
er einen Mieter loswerden wollte, der nicht gezahlt hat. Den konnte er aber irgendwie nicht loswerden und hat dem dann zur Europameisterschaft die Antenne auf dem Dach kaputt gemacht. Und dann ist der Mieter erst ausgezogen. Also dann auch relativ schnell. Aber ansonsten meinte er, gäbe es irgendwie kaum irgendwie Möglichkeiten, den da irgendwie zeitnah irgendwie rauszubekommen. Von daher, ja, Mieterschutz in beiden Ländern nicht so gut für den Immobilieninvestor, aber in Polen vielleicht halt nochmal einen Ticken schlechter. Dann habe ich festgestellt, gibt es in Deutschland einen recht großen Unterschied zwischen den Verkaufspreisen beim Neubau, Bestand und Altbau. Neubauwohnungen sind teilweise bis zu doppelt so teuer wie eine normale Bestandsimmobilie. Also zum Beispiel so eine 20 Jahre alte Mietswohnung. Da zahlt man dann, finde ich, viel dafür, dass da eben so frische Farbe an der Wand ist und so. Und der Altbau ist komischerweise auch irgendwie teilweise teurer als so eine 20 oder 30 Jahre alte Mietswohnung, auch wenn ich jetzt irgendwie den Charme von undichten Holzfenstern und hohen Decken irgendwie jetzt nicht so cool finde, oder wenn ich da im Treppenhaus hoch und runter laufe und überall alles knarzt, bin ich jetzt kein Fan von, aber ist in Deutschland halt so. Und in Polen ist das zwar auch so, dass der Neubau teurer ist, allerdings nicht so viel wie in Deutschland. Also das sind dann keine 100%, sondern dann 10, 20, 30%, die der Neubau eben teurer ist. Ja, aber muss man dann in Deutschland sehen, ob es das einem wert ist, aber scheinbar scheint es ja so zu sein, sonst würden ja nicht solche Preise aufgerufen werden. Und in Polen ist zum Beispiel auch der Altbau günstiger als so eine normale Bestandsimmobilie von 20, oder im Alter von 20 Jahren. Ja, also finde ich irgendwie auch realistischer. Aber wie gesagt, in Deutschland könnte es auch durchaus damit zusammenhängen, dass man da eben diverse steuerlichen Vorteile mit dem Denkmalschutz und so weiter irgendwie hat, oder ich weiß nicht, die Geschmäcker da irgendwie anders sind. Auf jeden Fall gibt es da schon Unterschiede. Und wenn man dann eben in Polen investieren möchte und auch gerne Neubauwohnungen besitzen wollen würde, dann ist das in Polen dann entsprechend auch günstiger im Verhältnis als in Deutschland. Dann ist mir auch aufgefallen, dass man in Deutschland ja auf Basis von Quadratmetern eine Wohnung kauft und auch auf Basis von Quadratmetern eine Wohnung wieder vermietet. In Polen ist das eher so, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass es halt diese Regulatorien so nicht gibt. Kauft man zwar schon auf Basis von Quadratmetern, vermietet dann aber nach Zimmern zum Beispiel. Also eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist eigentlich auch immer teurer als eine Einzimmerwohnung, und auch wenn da nicht unbedingt mehr Quadratmeter drin sind. Also in Polen, gerade auch in Warschau zum Beispiel, hat man dieses Phänomen, dass man sehr kleine Wohnungen hat, aber die dann sehr viele Zimmer haben. Also so eine 30 Quadratmeter-Wohnung besteht sehr häufig aus zwei Zimmern. Ja, also dann ist da so ein Mini-Schlafzimmer, dass da gerade noch irgendwie so ein Bett reinpasst. Aber es ist ein eigenes Zimmer, und damit kann man dann im Immobilienportal angeben, dass man zwei Zimmer anzubieten hat. Und das ist dann für viele eben mehr wert als zum Beispiel eine Einzimmerwohnung mit von 30 auf 40 Quadratmeter. Ja, also da ist dann der Mehrwert jetzt vielleicht nicht so groß, wenn man sich denkt, na gut, kann ich vielleicht mehr Möbel reinstellen. Aber wenn ich jetzt ein zweites Zimmer habe, dann kann ich da irgendwie mein Kind unterkriegen oder was auch immer. Also in Polen macht man halt auch mehr so, und da setzt man mehr Pauschalpreise fest. Ja, in Deutschland rechnet man irgendwie 59,75 Quadratmeter mal 9,75 €, die ich nehmen darf, laut Mietpreisbremse, und dann komme ich auf einen Wert von so und so, Komma so und so viel. Ja, das macht man in Polen ja nicht. In Polen sagt man dann einfach, okay, ich möchte 1.500 Zloty haben oder 2.000 Zloty oder wie auch immer.
einfach irgendeinen Betrag, den möchte ich haben, über ein Jahr. Nach einem Jahr verhandeln wir neu. Ja, und deswegen, das ist so etwas, was mir halt aufgefallen ist. Und deswegen nicht wundern, wenn ihr in polnischen Immobilienportalen kleine Wohnungen seht und da sind dann irgendwie auf 30 Quadratmetern, ich übertreibe jetzt mal, 5 Zimmer. So, dann sind die Kaufnebenkosten ebenfalls in Polen günstiger. Also wenn ich in Berlin eine Wohnung kaufen möchte und diese über einen Makler vermarktet wird, dann zahle ich schnell 15% Kaufnebenkosten. In Polen zahle ich meistens irgendwie 5%, höchstens mal irgendwie da Richtung 10%, wenn ich halt von dem Bauträger direkt kaufe, dann zahle ich da noch zusätzlich einen Beitrag. Aber im Prinzip ist das, sind die Kaufnebenkosten in Polen auch günstiger. Und was halt mittel- und langfristig sicherlich interessant sein wird, ist das Wirtschaftswachstum. Also ich sehe in Deutschland in den letzten Jahren ein sehr geringes Wirtschaftswachstum, beziehungsweise hatten wir in den letzten Quartalen teilweise schon negatives Wirtschaftswachstum, das bei einer Inflation von 2, vielleicht sogar oder 3% in Wirklichkeit. Und in Polen hat man halt ein Wirtschaftswachstum von ungefähr 5%. Klar, das schwankt auch immer, aber tendenziell ist das Wirtschaftswachstum in Polen höher. Und in Polen werden auch viel mehr Wohnungen Cash gekauft und nicht über Kredite finanziert. Sprich, diese Immobilienblase, die also für eine Immobilienblase sehe ich das Risiko in Deutschland höher als in Polen. Ja, weil selbst wenn ich jetzt eine Wohnung überteuert in Polen gekauft habe, die aber quasi Cash gekauft habe, dann habe ich ja jetzt nicht so ein großes Risiko, selbst wenn in irgendeinem Crash mal der Wert um 50% fallen sollte, dann kann ich mich zwar darüber ärgern, aber es passiert jetzt erstmal nichts weiter damit. Hingegen in Deutschland sind ja die meisten Immobilien fremdfinanziert. Und da macht das ja dann schon einen Unterschied, wenn jetzt eine Krise kommt und wir haben jetzt relativ hohe Immobilienpreise. Wenn diese Immobilienpreise dann irgendwann mal fallen und bei einigen vielleicht sogar unter die Restschuld von der Bank, dann kann das eben auch unter Umständen zu einer Zwangsversteigerung führen und dann eben quasi diese Blase komplett zum Platzen bringen und dann eben auch vielleicht zu irgendeiner Panik führen. Entschuldigung, wenn ich mir manchmal den Schweiß von den Augen wische, heute ist es ein bisschen wärmer. Ja, insofern bin ich jetzt anhand meiner Liste zumindest positiver auf Polen als Immobilienstandort gestimmt, beziehungsweise bin ich mehr darauf gekommen. Ich weiß nicht, seht ihr das anders, seht ihr das ähnlich? Was habt ihr für eine Meinung dazu? Seht ihr Deutschland als, also langfristig als guten Immobilienstandort oder eher weniger? Wie steht ihr zu Polen? Wäre das vielleicht für euch eine Alternative? Wollt ihr dazu vielleicht auch mehr Videos in Zukunft sehen? Falls ja, schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!